haben wir ein Riesennetz. Beschleunigen das ein bisschen. Schauen Sie mal das Netz an. Das ist jetzt nachmittags. Die Flugbienen sind jetzt wieder da. Jetzt schauen Sie mal auf den unteren Bereich. Jetzt sitzen die ganzen Bienen da unten und machen Washboarding. Das Bienennetz hat übrigens auch eine Funktion, die ich Ihnen gleich mal zeigen möchte. Dieses Bienennetz ist so dicht, dass man von unten die Waben gar nicht sieht. Das ist, zeige ich gleich. Das ist dieses Verhalten. Die Bienen gehen vor und zurück und hobeln mit den Vorderbeinen die Oberfläche ab. Und zwar insbesondere in dem dunklen Bereich, wo wir Kondensation hatten, wo es feucht ist. Was wird dadurch verhindert? Schimmelwachstum. Ja, Sie sehen sogar, dass Bienen hier sitzen partiell und ventilieren, die Oberfläche trocknen durch Ventilationstätigkeit. So, also erstens wird das getrocknet und dann im späteren Bereich, also oben dieses, hier sieht man das nochmal ganz toll, oben ist die ganze Zeit dieses Bienennetz. Und dieses Bienennetz, habe ich gedacht, warum machen die das? Was soll das? Was hängen die da die ganze Zeit ab? Und dann habe ich mir das angeguckt. Und Sie sehen das selber gleich. Dieses Bienennetz ist quasi eine Eingangskontrolle. Das ist die eigentliche Abwehr. Es ist so, dass jede Biene, die jetzt reinfliegt, die muss durch diese Tunnel durchfliegen und das Netz reagiert darauf. Es tastet die Bienen, die reinkommt, ab. Und dann habe ich gedacht, schubst da doch mal eine Wespe rein. Und das habe ich gemacht. Und es gab eine Bewegung und die Wespe wurde eingekühlt. Ein Verhalten, das wir nur von asiatischen Honigbienen kennen, wenn sie gegen Hornissen kämpfen. Kennen wir von unseren Bienen nicht. Das ist ein Kastenvolk. Setzt man ein Kastenvolk in eine artgerechte Geometrie, macht es das, was es immer schon konnte. Wenn man einen Huhn in einer Käfighaltung betrachtet, dann schart es nicht im Boden. Aber wenn man es auf die Wiese stellt, dann tut es das schon. Das ist also nicht schade. Liegt nicht daran, dass es das nicht kann oder nicht möchte. Es liegt daran, dass es nicht kann. Und die Bienen können das alles, aber nicht in unseren Kisten. Ja. Das ist so effektiv.